Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Quarry. Ja, wir gucken uns jetzt mal heute ein bisschen im Camp noch um. Letztes Mal ja, haben wir ein bisschen mit Jacob gespielt. Jetzt haben wir die gute Abby und wir haben ja hier die Hütte aufgemacht, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das eine gute Entscheidung war, die Hütte aufzumachen oder nicht. Und wir haben mega gruseliges Spielzeug gefunden. Aber gut, mal gucken, was jetzt noch so passiert. So ein bisschen, dass ich sie nicht alle umbringe. Das Ziel ist ja schon, alle durchzukriegen. Oh, ich kann ja ein bisschen schneller laufen. Aber schon schön hier, also muss man sagen. Hey, lass das sein. Ein Rabe. Pfui. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Interessante Musik da einfach gerade, wo sie da kurz einfach irgendwie runtergegangen ist. Okay, hier ist nix. Ja, wir haben ja gelernt. Also überall können diese Karten anscheinend sein. Und überall können auch irgendwie so Hinweise sein. Ich weiß jetzt nicht jede Hütte bestimmen. Ich glaube auch nicht, dass wir in jede Hütte reinkommen. Also das würde mich wundern. Wir können jetzt mal einfach mal reingucken in so eine Hütte. Nicht rein. Man könnte jetzt reingucken, aber ich gehe einfach mal von aus, man kann einfach nicht in jede Hütte rein. Ich glaube, die Hütten sind jetzt auch nicht so wichtig. Und vielleicht ist ja was hier. Ja, ist da was reingeritzt? Sieht so aus, oder bin ich jetzt hier komplett lost? Beweismaterial! Alle lieben Schnitzeljagd. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. Das macht einen Mut! Na gut, die Quicktime Events können wir ja ungefähr. Autsch. Sollte Jacob besser nicht sehen. Ich wollte eigentlich wissen, was da drauf steht. Was steht denn da? Eine leere was? Eine leere Piole, die unangenehm riecht. Was ist das? Ist das Dylans? Was steht denn hier drauf? Jacob plus Emma. Oh. Ja, sie hat das Love durchgestrichen und hat dadurch nur Summer gemacht. Das ist natürlich sehr bitter für den armen kleinen Jacob. Wegweiser. So unterhaltsam es auch ist, dieser Wegweiser erinnert auf erschreckende Weise daran, dass Hackett's Quarry wirklich sehr weit von der Zivilisation entfernt ist. Ist doch Berlin. Warte mal, wir haben hier Tö. Nee, hier sind obwohl, da steht auch Tokio. Naja. Dort Berlin lassen sie wieder außen vor. Sieht aus wie ein Pool, oder?
Ah, ist ein Pool. Guck mal, die haben hier sogar einen Pool. Also ich meine, so schlecht geht's denen ja dann doch nicht. Bisschen nackt baden oder so im... im Pool, wenn die Kinder schlafen oder so. Hier ist nur ein Zaun. Dann gehen wir, glaube ich, mal zu Emma. Die steht da hinten, wenn ich das richtig sehe. Viel mehr. Ich habe eigentlich gedacht, bei dem großen Gelände jetzt hier, dass man da irgendwie noch mal was sehen kann. Aber nicht wirklich. Oh, hier ist so ein Bach, Alter. Ist doch schon sehr idyllisch, muss man ja schon sagen. Gucken wir mal, was Emma zu sagen hat. Losgehen? Los geht's. Los geht's. Ein Golfkart. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so anstrengend. Selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Wow, 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 wow! Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. Verflinkst. Verflinkst? Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Wer sieht's auch so? Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick. Habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich hab seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Wären wir nicht in Amerika, würde das nicht in Amerika spielen, würde diese Armbewegung von Emma echt ein bisschen komisch sein, aber da wir in Amerika sind, ist das ja nicht so schlimm. Ja, was soll auf der Siegesrunde schon passieren? Also, mein Gott, ganz ehrlich, das Auto ist sowieso im Arsch. Aber was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Wie haben sie es ohne dich geschafft? Kann ich mir vorstellen. Also am liebsten will ich schon ein bisschen sarkastisch sein, aber komm, wir machen mal unterstützend. Weißt du was? Das kann ich mir vorstellen. Abby, war das ein Kompliment? Dein Charme ist ansteckend. Was soll ich da noch sagen? Ich wäre dabei. Ja, bitte. Wenn du zu Hause bist, folg mir und schmetter den Like-Button. Und denk ans Teilen. Okay, ich bereue es jetzt schon. Nein, du liebst mich. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick wartet. Alle. Stimmt. Suspekt.
Hey, endlich Dylan! Schau mal, Jacob, ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also. Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein! Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Hi, Nick! Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Cool. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ich war... hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und mieft wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern. Und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich. Oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt ihr da rum, Hacketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H.
Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Bitte, das ist super uncool. Hey, Mann. Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrt, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Oh, ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, okay. Oh, sorry. Hallo? Oh, ich bin so ein Assi, ne? Ich belausche den jetzt. Aber mal eine kurze Frage, warum kann Dylan nicht für 5 Minuten sein Handy aufladen? Wo wäre das Problem? Ich meine, er ist ja sowieso noch in seinem Büro und ist mit Ryan da beschäftigt. Also, ich meine, in der Zeit hätte man das auch aufladen können. Sehr komisch. Wir sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön klar. Wir wollen doch nicht. Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir. Das hält uns doch nur auf. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich habe nur gewartet. Also ich meine, ich habe gehört. Ich habe nichts verstanden. Alles cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Genial. Kann ich helfen beim Schlüsselsuchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern? Wenn ich auf dem Campus wohne, meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Super Hilfe im Übrigen. Ja, mach's mal so. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Verstehe doch, Zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Wer kennt dir denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Sag schon, Chris, was ist los?
Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind Sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Schrottplatz außerhalb der Saison und Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, oh, da sind sie. Aha. Jetzt aber zack ich. Mann, wie vergesslich kann man sein, Alter. Hilfe. Und kann man den Schreibtisch nicht aufräumen? Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Phone wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Edge. Ja, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Well, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit! Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill! Chill, Alter! Ach, verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken! Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Verdammt! Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Ist schon sehr, sehr komisch, ne? Wie der agiert, ne? Also sehr, sehr, sehr komisch. Wir sind mal entgegenkommt. Ja, sicher. Wir bleiben drin. Guter Junge.
Schließt die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Also, was sollte Dino machen? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Was soll das werden? Kein Mr. Hackett oder kreischende Kids. Nur ein Haufen Erwachsene, bereit mal so richtig die Sau rauszulassen. Oh, geile Idee! P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel, Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, yeah, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding. Okay, ja. Yeah. Nein, Party. Ich meinte nicht. High five, los, schlag ein, Ryan. Schön. Ja. Ja. Aber ich sag euch eins, ich halte das für eine wirklich miese Idee. Oh mein Idee. Gott, Alter. Ist schon okay, Mann. Vertrau mir. Das wird ganz chillig. Okay, 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 Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's! So, jetzt snipe ich alle weg. Tschüss, wie sieht der aus, der Rechte? Na jawohl. Will ich wissen, was es ist? Ich tippe auf Blut, ich weiß nicht. Ich will auch nicht wissen, welches Blut. Aber Digga, der eine komplett einmal ihm einfach nur ein bisschen auf dem Gesicht und er komplett durch alles drin gebadet. Oh, Jagdsaison. Auf Tiddies. Wie aber Baba Yushka? Baba Yaga? Ja, Baba Yaga. Ich habe gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Lass sehen, was du hast. Die Mäßigkeit. Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal
führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Ich kann dir noch mehr zeigen, wenn du willst. Ja, würde ich mal sagen, ne? Wir gucken uns das doch mal an, was sie uns zu zeigen hat. Darauf habe ich gehofft. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Aber gerne doch, Baba Yaga. Alles gut, mach ich. Aber erst in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns in der nächsten Episode. Dann geht's weiter mit Emma. Und ich bin raus und...